Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es geht so ein Stück weit um die Zukunft von Apex Legends. Es ist kein Video exklusiv für die Apex Legends mobile Version. Inhaltlich geht es um die beiden exklusiven Legenden, die auf der mobilen Version sind. Denn in naher Zukunft sollen die beiden, das soll schon feststehen, sollen die beiden exklusiven Legenden Fade und Rhapsody in die Vollversion finden. Warum, weshalb? Daraus wurde nie ein Geheimnis gemacht. Das hieß, irgendwann kann es sein, dass die kommen, wurde nicht 100% bestätigt. Aber Respawn nimmt jetzt Abstand von exklusiven Legenden. Es soll vorerst gar keine exklusive Legende mehr kommen oder vielleicht auch nie wieder. Das steht noch nicht so 100% fest, weil exklusiv heißt exklusiv und es kommt nur für diese eine Plattform. Deswegen macht für mich der Titel exklusive Legende eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wer keine Ahnung hat, von welchen Legenden ich rede, ich mache hier kurz mal Fade mit seinem Steckbrief an. Fade ist eine extrem interessante Legende. Fähigkeiten. Ich lese das jetzt alles nicht vor. Wer Bock hat, sich das in Ruhe reinzuziehen, von mir aus, wenn ich das zu schnell gleich wieder wegdrücke, drückt Pause. Die Legende sieht geil aus, hat geile Fähigkeiten und auch Rhapsody ist eine sehr, sehr interessante Legende. Dort soll es aber, also in diesem Video soll es jetzt nicht darum gehen, was die können, sondern einfach der Fakt, dass beide Legenden für die Vollversion in naher Zukunft geplant sind. Ich mache den Steckbrief jetzt erstmal wieder weg und mache noch Rhapsody rein, bevor ich das hier vergesse. Wie gedacht, sagt, drückt Pause, falls ich das jetzt gleich zu schnell wegmache. Der Punkt ist, Respawn nimmt, wie gesagt, Abstand von exklusiven Legenden und die mobile Version, wer es nicht weiß, ist so ein bisschen ein Playground, ein Testzentrum für bestimmte Sachen, die in die mobile Version erstmal reingepatcht werden, um zu testen, wie kommen die Sachen an. Könnte man die eventuell in die Vollversion mit einbinden? So ist zum Beispiel jetzt aktuell auch der Solo-Modus in der mobilen Version. Wer die noch nicht gespielt hat, sollte das vielleicht mal testen, macht mega Bock, aber ich habe auch nur den ersten Monat gezockt und habe einfach zu wenig Zeit für die mobile Version. Auf jeden Fall macht die mobile mega Bock. Warum und weshalb Respawn jetzt Abstand von exklusiven Legenden nimmt, steht nicht fest. Respawn hat aber auch gesagt, wir werden irgendwann an einem Punkt kommen, wo nicht in jeder Season eine neue Legende kommt. Und jetzt kommen diese exklusiven Legenden ins Spiel, denn in Season 16 ist laut den Leaks, gab es vor Monaten schon Gameplays, habe ich auf dem Drittkanal gezeigt und hier auf dem Kanal, Gameplays auf der Firing Range für die nächsten 3-4 Legenden, Fähigkeiten, Gameplays und so weiter, Name hast du nicht gesehen. Und dort standen einige Seasons inklusive 15 mit Catalyst, das stand zum Beispiel safe fest, also sind die Leaks auch sehr, sehr sicher. Und in Season 16 war nichts vorgesehen. Keine Legende, wo irgendwie klar war, diese wird es in Season 16 wahrscheinlich sein. Und dort kommen die exklusiven Legenden jetzt ins Spiel. Es könnte tatsächlich sein, dass wir in Season 16 schon Fade oder Rhapsody bekommen könnten. Ich möchte es betonen, wann genau die kommen, steht noch nicht safe fest. Logischerweise wird sich der Respawn nicht in die Karten gucken lassen, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn Respawn an dem Punkt angekommen ist, wo es heißt, so, wir machen jetzt erstmal in dieser Season keine neue Legende, könnte das ein Platzhalter sein, wo es dann heißt, okay, keine neue Legende, aber eine Legende, die wir aus der mobilen Version schon kennen. Also Fade oder Rhapsody. Vielleicht schaufelt das für die kreativen Köpfe bei Respawn ein bisschen zeitfrei, um wieder neue Ideen zu sammeln. Das könnte ich mir vorstellen, weil beide Legenden zusammen sind schon mal ein halbes Jahr Vorlauf, zwei neue Legenden, die wir dann in der Vollversion haben. Und das möchte ich noch nebenbei bemerken, heute erst wieder auf Twitter gelesen. Ein Respawn-Mitarbeiter hat gekündigt und freut sich, dass er 5 Jahre bei Respawn war. Wir sollten uns ein bisschen Sorgen machen, wie es mit Apex Legends weitergeht. Wer der Mitarbeiter ist, spielt hierfür keine Rolle, aber ich war schockiert, dass ich mal wieder einen Tweet sehe und es ist jetzt, glaube ich, der 8. oder 9. Tweet über einen Mitarbeiter, den ich nicht mal kannte, aber die ploppen dir ins Gesicht, diese Informationen, obwohl du sie nicht gesucht hast, heißt, okay, ich kündige, ich habe eine tolle Zeit, bla bla bla, hin und her, irgendwas läuft nicht ganz rund bei Respawn und das finde ich sehr, sehr schade und das macht mir auch eine Menge Sorgen, wie es in Respawn, beziehungsweise nicht in Respawn, sondern in Apex Legends weitergeht. Ist nicht Inhalt des Videos, aber das einfach mal als kleiner Reminder, dass da irgendwas im Argen ist. In diesem Sinne, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Was sagt ihr zu den Legenden? Habt ihr sie vielleicht auf der mobilen Version schon mal gespielt? Ja, nein, vielleicht. Wie findet ihr sie? Und würdet ihr es geil finden, ob sie in der mobilen, nicht in der mobilen, natürlich in der Vollversion, auf sämtlichen anderen Plattformen kommen? Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.